Deine Zukunft in meinen Händen. Eine Germanid Star of Fanfiction von Farrah Otix. Kapitel 32. Den gesamten Samstag und Sonntag schloss ich mich in meinem Zimmer ein. Kam nur in die Küche, wenn ich Hunger hatte. Und das kam kaum und auch nur außerhalb unserer geregelten Essenszeiten vor. Meine Eltern ließen mich in Ruhe. Sie wussten, dass etwas Schlimmes passiert sein musste und bohrten nicht weiter nach. Am Montag hatte ich das Gefühl, gleich sterben zu müssen. Mehrmals setzte ich meinen Löffel mit Müsli an, nur um im nächsten Moment beinahe von einem Würgereiz übermannt zu werden. Ich konnte einfach nichts essen. Aber ich war doch sowieso schon völlig kraftlos und ausgelaugt. Wie sollte ich so einen ganzen Schultag überstehen, an dem Manu außerdem in jedem Fach neben mir saß? Das ging nicht. »Möchtest du heute noch zu Hause bleiben, Maurice? Du siehst echt nicht gut aus«, schlug Mom besorgt vor und ich nickte einfach. »Zu Hause bleiben« klang gut. Dann musste ich mich nicht mit weiteren Problemen herumschlagen. Mir wurde ein warmer Tee zur Besserung vorgeschlagen, eine extra Decke und warme Hühnersuppe. Ich nahm die extra Decke. Etwas zum Kuscheln konnte ich wirklich gut gebrauchen. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer legte sich meine Hand beinahe schon automatisch auf mein Smartphone, um Manus Nummer zu wählen und ihn für diesen Morgen aufzuwecken. Aber etwas hielt mich heute zurück. Bestimmt hatte er Franziska bereits von seiner Müdigkeit erzählt und sie rief ihn ab jetzt jeden Morgen an. Und selbst wenn nicht, würde ich es weiter tun und sie kam dahinter, würde sie bestimmt mit mir meckern und böse auf mich sein, wieso ich mich um ihren Freund kümmerte. Und das konnte ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Also steckte ich das Handy wieder ein, wickelte mich auf meinem Bett fest in die flauschige Kuscheldecke ein und starrte dann wie die letzten zwei Tage schon apathisch in meinem Zimmer herum. Würde ich mich denn morgen wieder in der Lage dazu fühlen, normal zur Schule zu gehen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Lange würden meine Eltern bestimmt auch nicht mehr nur zusehen und die Lehrerin würde einen ärztlichen Attest wollen, wenn es mehr als drei Tage am Stück wurden. Seufzend ließ ich mich auf dem Schneidersitz in die liegende Position fallen. Wieso konnte ich nicht einfach noch einen ganzen Monat weit weg von allem Schlechten verbringen? Hier war ich sicher vor weiteren Angriffen auf mein armes Herz. Aber jemand machte mir da einen Strich durch die Rechnung. Es klingelte an unserer Haustür und ich horchte kurz auf, ließ meinen Kopf dann aber wieder sinken. Bestimmt nur die Post mit einem Paket. Aber dann klopfte es auch an meinem Zimmer und meine Mutter steckte ihren Kopf in den Spalt zwischen Tür und Rahmen. »Maurice?« »Michael wartet draußen auf dich. Er meint, er will dich abholen.« »Schick ihn weg«, brummelte ich. »Ich mag nicht.« Aber keine halbe Minute später platzte mein Kumpel trotzdem zu mir herein, eine diskutierende Frau Dormer hinter sich herschleppend und mit einer festen Entschlossenheit in seinen Augen. »Maurice, die Schule fängt auch ohne uns an. Also hoch mit dir und los.« »Lass mich. Ich will heute nicht zur Schule.« »Hast du schon unseren Plan vergessen?« »Wenn nicht heute, wann dann?« »Verfatz dich, Micha!« »Ich bleib hier.« »Nein, du kommst mit. Vom hier liegen bleiben und Trauer schieben wird's nämlich nicht besser. Noch können wir ihm diese picklige Kuh ausreden, aber in der Woche ist es vielleicht zu spät. Also hoch, bevor ich dich aus dem Haus raustrage oder zerre.« Meine Mom verstand gar nichts mehr. Sie schaute uns nur noch im Wechsel verwirrt an und drehte irgendwann schimpfend um. Was sie sagte, verstand ich nicht einmal mehr. Micha wartete, bis ihre Schritte verklungen waren. Dann setzte er sich zu mir auf die Bettkante und zupfte an der zusätzlichen Decke herum. »Was steht am Montag vor den Ferien in deinem Brief?« fragte er plötzlich völlig vom Thema abweichend. Ich richtete mich ein Stück auf. »Montag vor den Ferien?« Mein Kumpel zuckte mit den Schultern. »In meinem stand ganz unten und erinnere Maurice an den Montag vor den Ferien. Da muss etwas Wichtiges sein.« »Oder?« Ich versuchte, mir den Briefausschnitt zu visualisieren. »Natürlich. Das war der Tag, an dem Manu unser Einschreiten angeblich im Krankenhaus landen würde. Um das zu verhindern, sollte ich ihn am Samstag einladen und etwas mit ihm unternehmen.« Michael reagierte aufgeregt, als ich ihm das erzählte. »Na also, hoch mit dir. Was denkst du, wie hoch sonst deine Erfolgsaussichten sind, wenn du jetzt zu Hause bleibst und Däumchen drehst?« »Michael, das ist in 2 Wochen!« »Mir geht es nicht gut. Lass mich jetzt einfach in Frieden.« Damit war das Gespräch für mich eigentlich beendet, aber mein Gegenüber hatte noch gar nicht richtig angefangen.
Und was, wenn Franziska ihm jetzt wichtiger wird als du? Dann können wir nicht mal in den Lauf der Dinge eingreifen. Dann will er am Wochenende etwas mit ihr unternehmen, anstatt mit dir. Und im schlimmsten Falle kann sie nicht verhindern, was am Sonntag passiert. Wir können das. Aber je länger wir jetzt warten, desto geringer sind unsere Chancen. Begreifst du das, Maurice? Ich seufzte und presste mir meine Hände auf die Augen. Er hatte ja recht. Er hatte ja wieder und immer wieder recht. Frustriert schlug ich meine Decke zurück, setzte meine Füße aus dem Bett und stapfte an Micha vorbei in die Küche. Dort mampfte ich im Rekordtempo mein unangerührtes Müsli in mich hinein und verschwand ins Bad. Warum konnte nicht einmal etwas so laufen, wie ich es wollte? Kapitel 33. Zum Glück war Micha mit seinem Fahrrad zu mir gefahren. Hätten wir den Schulweg laufen müssen, wären wir mindestens eine halbe Stunde zu spät gekommen. So rannten wir in den letzten Sekunden vor Unterrichtsbeginn durch das Schulhaus zu unserem Raum. Er anspornend voraus, ich noch immer eher lustlos und griesgrämig dahinter. Exakt mit dem Klingelzeichen rissen wir die Tür auf und verteilten uns auf unsere Plätze. Wie erwartet war Manuel schon da und schaute mich gespannt an. Also weckte Franziska ihn tatsächlich bereits selbst. Wortlos setzte ich mich und vermied es so gut wie möglich, ihn anzusehen. Ich hatte Angst davor, sonst wieder in Tränen auszubrechen und mich angreifbar zu machen. Und im Unterricht konnte Micha mir schlecht helfen. Allerdings spielte mein Nachbar nicht mit. »Dado, hast du vergessen, mich anzurufen?« flüsterte er mir zu. Erst wollte ich ihn ignorieren, aber das wäre auch nicht fair von mir gewesen. Ohne meinen Blick von der Tafel in der Ferne zu lösen, schüttelte ich meinen Kopf. »Bist du sauer auf mich?« »Nein«, antwortete ich mit zunehmenden Schwierigkeiten. Ich bekam wieder einen Kloß im Hals, der mich allmählich am Sprechen hinderte, und ich musste Pausen einlegen, um nicht zu schluchzen. Nicht sauer, aber traurig. Du hast am Freitag mein Tor nicht gesehen. Ich konnte nicht sagen, mit Franziska geknutscht. Es ging nicht. Aber Manu schien den Wink zu verstehen. Er stockte kurz. Du hast ein Tor geschossen? Wirklich? Dein Glückwunsch von mir. Entschuldige bitte, dass ich nicht aufmerksam war. Damit war unser Gespräch vorerst beendet. Und ich war auch recht dankbar dafür. Noch einen Satz hätte ich nicht rausbringen können, ohne meine noch einigermaßen gefasste Fassade zu zerstören. Etwa 10 Minuten später probierte Manu erneut, den Kontakt zwischen uns wieder aufzubauen. Ich hätte es euch sagen müssen, aber ich dachte, dass ihr mir nicht glauben würdet. Franziska hatte mich letzten Dienstag gefragt, in der Pause, als sie mit ihren Freundinnen die Listen ausgehangen hat. Und ich finde sie echt nett, weil... Aha, unterbrach ich ihn, während mein Herz sich zusammenquetschte. Er hielt die Luft an, stieß sie traurig wieder aus und schwieg erneut. Hoffentlich war gleich Pause und ich konnte mich zu Micha retten. Er wusste bestimmt, was zu tun war. Irgendwie schaffte ich es tatsächlich, die ersten 2 Stunden zu überleben und schloss mich schnell Micha und Alina an, die nach draußen auf den Pausenhof gingen. Manu ließ sich dabei einfach stehen und wagte es nicht mal, einen Blick zurückzuwerfen. Bestimmt würde er auf seine neue Freundin warten und mit ihr abhängen. Aber nach gerade mal 5 Minuten hörte ich auch schon seine schüchterne Stimme. »Hey Leute, würde es euch etwas ausmachen, wenn wir Franzi mit in unsere Gruppe aufnehmen?« Er war allein gekommen. Das Mädchen wartete gespannt im Hintergrund. Bevor er etwas sagen konnte, hatte Micha auch schon das Wort erhoben. »Nein, kann sie sicherlich nicht. Alina hat ein Problem mit ihr. Sie haben sich in der 6. Klasse einmal echt heftig zerstritten und seitdem nicht ein Wort mehr miteinander geredet. Ich würde es nicht riskieren, weil ich den Klickenfrieden bewahren wollte.« Ich war noch immer erstaunt, wie glaubhaft sich mein Kumpel so eine Geschichte einfach aus dem Ärmel schütteln konnte. Zuerst beim Basketball und jetzt auch noch hier. Manu sah bestürzt aus. Das hat sie gar nicht erwähnt. Entschuldigt bitte. Es entstand eine kleine Pause und Olli schien endlich als erster von den Unbeteiligten zu verstehen. Ja, scheint so, als hätte sie es bereits verdrängt. Aber so war es. Nicht, Alina? Sie übernahm noch etwas verwirrt, aber gekonnt den imaginären Staffelstab.
war es. Die soll sich hier nicht blicken lassen. Okay, murmelte Manu traurig und trottete zu Franziska zurück, die ihn scheinbar sofort mit Fragen löcherte. Hastig wandte ich meinen Blick ab und strahlte in die Gruppe. Danke. Damit habt ihr mir einen riesigen Gefallen getan. Aber was sollte das? Wir haben doch gar keinen Streit, nur keinen guten Draht zueinander. Alina sah vorwurfsvoll zu Micha auf. Der versuchte, sie zu beruhigen. Du hast das Richtige getan, vertraue mir. Wir, also Maurice und ich, wir versuchen, die beiden auseinanderzukriegen. Helft ihr uns dabei? Jetzt brach es recht die wilde Fragerei aus. Auseinanderbringen? Wieso das denn? Stand das in euren Briefen? Wird sie ihn etwa sonst verlassen? Michas fragender Blick traf mich. Was sollten wir ihnen erzählen? Die Wahrheit? Oder dass es uns tatsächlich aus der Zukunft aufgetragen worden war? Ich wurde unruhig. Eigentlich hatten sie keine Lügen verdient. Ich wusste nur nicht, wie sie damit umgehen würden, wenn ich mich jetzt outete, obwohl ich es selbst erst seit ein paar Tagen sicher wusste. Verdammt, ich musste einfach kurz mutig sein. Wenn herauskam, dass wir unsere Freunde ausgetrickst hatten, würden sie uns bestimmt so schnell nicht wieder verzeihen. Ich hab was gegen Franziska. Es ist mir erst zu spät aufgefallen, aber ich bin in Manu verliebt. Und wenn er sich von uns entfernt, können wir ihm auch nicht mehr helfen. Also, seid ihr dabei? Es folgte Schweigen. Verwunderte Blicke wurden getauscht und ich biss mir auf meine Unterlippe. Sie verurteilten mich, richtig? Mit gesenktem Kopf wartete ich auf einen beißenden Kommentar. Doch stattdessen klopfte mir Olli plötzlich aufmunternd auf die Schulter. Wenn das so ist, helfe ich natürlich mit. Ich auch. Keine Sorge, Maurice. Wir holen ihn dir zurück. Hä? Sie fanden es doch nicht schlimm und stellten mir nicht einmal Fragen dazu. Erleichtert glücklich blinzelte ich sie an und nickte. Danke, Leute. Also dann, übernahm Micha wieder, bevor die Pause zu Ende war. Wir wollen ihr nicht zwingend schaden. Aber wir müssen sie von unserem Kreis ausgrenzen und möglichst viele Sachen miteinander unternehmen, zu denen wir nur Manu einladen. Dann wird er sich hoffentlich für uns entscheiden und Franziska links liegen lassen. Wenn das nicht klappt, naja. Da muss Maurice versuchen, direkt mit ihm zu reden, auch wenn ihr das schwerfällt. Hoffen wir, dass Plan A aufgeht. Überwältigt schaute ich zwischen meinen Freunden hin und her. Die Verschwörer schnickten und sofort mit dem Brainstormen nach Ausflugzielen begann. Sie setzten sich alle für mich und meine Gefühle ein. Das war wirklich unglaublich nett von ihnen. Aber dann dachte ich an Michas Plan B. Einfach zu Manu gehen und ihm meine Liebe gestehen. Ich wusste nicht, ob ich das konnte. Einerseits, weil ich bei dem Thema sicherlich kein einziges Wort herausbekommen könnte. Andererseits, weil ich Angst vor seiner Antwort hatte. Wenn er darauf beharren sollte, dass Franziska eine bessere Wahl für ihn war, würde ich ihm vielleicht irgendwann sogar recht geben oder seine Entscheidung geschlagen hinnehmen. Ich konnte selten lange auf meine Meinung oder meinen Willen pochen. Das hatte ich ja heute früh schon erlebt, als Micha mich zum Aufstehen überredet hatte. Also musste ich einfach hoffen, dass es nicht zu diesem direkten Gespräch zwischen Manu und mir kommen musste. Kapitel 34. Am Ende des Tages hatten wir ein paar Ideen zusammen. Wir wollten ins Freibad, dann noch ins Kino, einen Nachmittag bei Micha verbringen, weil seine Familie einen riesigen Garten besaß. Am Freitag konnten wir abends Bowling spielen gehen und Manu war auch noch nie beim Eisladen in der Stadt gewesen. Hoffentlich konnten wir ihn damit überzeugen und ein wenig von Franziska fernhalten. Morgen kam am späten Nachmittag ein Actionfilm, der von vielen gelobt worden war und nun endlich auch in unserem winzigen Stadtkino gezeigt wurde. Mit ein wenig Glück hatte Manu ihn noch nicht in Essen gesehen und als ich ihn am nächsten Tag in der ersten Stunde leise fragte, war er sofort begeistert von dieser Idee. So lange, bis eine unausweichliche Frage folgte. Kann Franzi auch mitkommen? Sie würde den Film bestimmt auch interessieren.
Ich schüttelte den Kopf hin und hergerissen, zwischen schlechtem Gewissen und meinem Herzen, das trotzig gegen seinen Wunsch protestierte. Nein, wir wollten als Gruppe gehen. Nur wir sechs, verstehst du? Manu wandte sich ab und seufzte. Ach so, nuschelte er enttäuscht und stützte sein Kinn in seine Handfläche. Mit heimlich hinter den Rücken gekreuzten Fingern wartete ich. Bitte sag trotzdem ja, bitte sag trotzdem ja. Er zögerte noch gefühlte Ewigkeiten. Dann zuckte er nach einem weiteren Seufzer mit den Schultern. Na gut, ich komm mit. Ein Nachmittag ist ja okay. So ähnlich lief es danach an jedem Tag dieser Woche. Früh schlug ich meinem Sitznachbarn vor, was wir zusammen unternehmen wollten, und er fragte schon gar nicht mehr, ob seine neue Freundin mitkommen dürfte. Stattdessen nuschelte er nur noch mit der Gruppe und sah jedes Mal furchtbar traurig aus, wenn ich mit Ja antwortete. Doch entgegen seiner unglücklichen Miene sagte er uns jedes Mal zu, außer als ich am Donnerstag das Freibad erwähnte. Da wimmelte er mich bereits vor seiner eigentlichen Nachfrage vehement ab, egal wie sehr ich ihn bat. Er schien wohl kein besonders schwimmbegeisterter Mensch zu sein, obwohl es mir auch nichts ausgemacht hätte, stattdessen mit ihm draußen sitzen zu bleiben, Musik zu hören, vielleicht ein wenig und vorsichtig Fußball zu spielen oder die leckeren Pommes von dort zu futtern. Aber als mir all diese Dinge erst eingefallen waren, kam ich mir schon zu blöd vor, um das Thema noch einmal anzureißen, ohne aufdringlich zu wirken. Doch selbst im Kino, in der Stadt, beim Eisladen und bei Micha zu Hause wirkte er bedrückt, als wäre er gerade lieber ganz woanders. Jeder Versuch, ihn in unsere Gespräche zu verwickeln, scheiterte kläglich an seiner Mauer aus Trübsal. Auch ich litt unter seinen Stimmungstief. Ich wollte ihn nicht so sehen. Ich wollte ihn glücklich machen und zum Lachen bringen wie zuvor. Aber ich konnte es in meiner aktuellen Position nicht. Uns trennte Franziska, selbst wenn sie nicht anwesend war. Und ich konnte die Lücke an meiner Seite einfach nicht ausfüllen, so sehr ich mich an diesen Nachmittagen auch anstrengte. Am Freitag, als Manu nun auch zum Bowling zugestimmt hatte, änderte sich aber etwas. Genauer gesagt auf unserem Heimweg nach der Schule. Den war mein Kumpel seit letzter Woche nämlich nicht mehr mit uns gegangen, um überhaupt noch Zeit bei seiner Freundin verbringen zu können. Doch heute hatte er sich scheinbar dagegen entschieden und spätestens als Micha sich als letzter der Gruppe von uns trennte, erriet ich auch, wieso Manu das getan hatte. Er wollte reden. Nur mit mir unter vier Augen. Ich schluckte nervös. Genau das hatte ich noch am Montag befürchtet. Aber er ließ sich Zeit. Bis zu der Kreuzung, an der sich unsere Wege trennten, schwiegen wir noch und ich betete, dass ich mich getäuscht hatte. Hatte ich nicht. Als ich mich von ihm verabschieden wollte, hielt er mich mit leichtem Druck am Ärmel fest und verhinderte so meine Flucht. Seine traurigen Augen röntgen mich glücklich. Dado, beantwortest du mir bitte ein paar Fragen ganz ehrlich? Ich glaube, die anderen würden nicht verstehen, murmelte er leise und ich begann vor Nervosität zu schwitzen. Ich kann es zumindest versuchen, wich ich ihm möglichst aus und sah ihn geknickt Luft ausstoßen. Er musste mich in diesem Moment wahrscheinlich hassen für meine Ausflüchte und dass ich ihm nicht einmal ehrliche Antworten garantieren konnte. Trotzdem nickte er schließlich. Okay, das reicht mir. Besser als gar nichts. Er schaute sich noch ein letztes Mal gehetzt um und strich sich dabei ein paar seiner langen Strähnen aus der Stirn. Dann stellte er mir auch schon seine erste Frage. Stimmt es, dass ihr Streit mit Franzi hattet? Ich wich seinen Blick aus. Die Wahrheit sagen oder nicht? Ich hab mit ihr geredet. Sie hat keinen blassen Schimmer, was sie euch getan haben soll. Baute Manu nach und ich antwortete schließlich notgedrungen. Er wusste es ja beinahe schon sicher. Nein, wir haben uns nie mit ihr gestritten. Aber ich mag es nicht, wenn sie bei uns steht. Wieso nicht? Ich atmete zitternd auf. Die Worte sprudelten quasi schon von alleine. Ich habe das Gefühl, als würde ich in ihrer Gegenwart ersticken. Es schnürt mir alles zusammen, wenn ich euch zusammen sehe. Ich hab die anderen überredet mitzumachen, es tut mir so leid. Ein wenig war ich schon erleichtert, dass es endlich vor meinem Herzen gebeichtet war und ich Manu nicht hatte anlügen müssen. Aber er war noch nicht fertig gewesen. Warum tust du das? Ich bin mit ihr so glücklich. Wieso willst du mir das kaputt machen?
Ich verstehe es nicht, Dado! Und schon konnte ich ihm nicht mehr ehrlich antworten. Was sollte ich auch sagen? Ich konnte ihm nicht von den Briefen erzählen und noch weniger davon, dass ich ihn liebte. Er würde noch mehr zerstören als alles andere. Tränen kündigten sich in Manus Augen an, als ich so verloren vor mich hindruckste. Kannst du es mir nicht sagen? Oder möchtest du es bloß nicht? Ich kann es nicht, murmelte ich tonlos. Er nickte heftig, um seine Gefühle zurückzuhalten. Also geht es hierbei doch nur um dich! Diesmal griff ich nach seinem Arm, um ihm am Wegstürmen zu hindern. Auch meine Sicht verschwamm langsam in nassen Perlen. Nein, brachte ich mit gebrochener Stimme noch heraus. Hier geht es um dich! Ich kann dir nicht sagen, wieso, aber alles, was ich tue, ist nur für dich. Du bist mir extrem wichtig, Manu. Seine Augen weiteten sich überrascht, aber nicht für lange Zeit. Ist das die Wahrheit? Ja, antwortete ich mit gepresster Stimme. Dazu gehört auch, Franziska von mir fernzuhalten? Ich nickte nur noch, weil mir die Kraft für jedes weitere Wort fehlte. Dann entstand wieder dieses unangenehme Schweigen zwischen uns, von dem ich aber wusste, dass ich es um keinen Preis unterbrechen durfte. Manu rang ganz offensichtlich mit sich selbst, kämpfte heftig gegen seine Gefühle an und stellte mir schließlich seine letzte Frage. Heißt das, ich soll mit ihr Schluss machen? Das ist jetzt deine Entscheidung. Ich will auch nicht mehr länger zwischen zwei Fronten stehen. Lässt du mich mit ihr zusammen sein oder nicht, Dado? Ich biss mir auf die Unterlippe, so heftig, dass es wehtat. Es war so egoistisch von mir, jetzt von ihm zu verlangen, dass er Franziska losließ. Er hatte jemanden verdient, mit dem er für immer glücklich war, und ich wusste nicht, ob ich das jemals für ihn sein könnte. Aber es hing noch so viel mehr an meiner Entscheidung, wie Micha mir bereits vor Augen geführt hatte. Nur so konnte ich weiterhin in seine Zukunft eingreifen und ihn retten, bevor eine Katastrophe passierte. Trotzdem wollte ich diese wichtige Antwort nicht alleine geben. Wenn auch nur noch jemand von der Clique dabei wäre, der mir jetzt Mut zusprechen und mir versichern könnte, dass ich das Richtige tat, dann wäre alles sehr viel leichter für mich gewesen. Aber das war Manus gute Absicht gewesen, allein mit mir hier zu sprechen. Ich sollte meine eigene Meinung sagen und mich nicht länger von anderen bevormunden lassen. Na gut, wenn das so war, dann musste ich heute ein einziges Mal egoistisch sein. Bitte mach mit ihr Schluss. Sie ist nicht die Richtige für dich. Manu schluchzte auf und bedeckte seinen Mund hastig, aber er nickte dabei geschlagen. Okay, Tato, dann mache ich das. Und beinahe unabgesprochen zogen wir einander in eine feste Umarmung.